Morgen im Falknerhof am Ursprung. Wir starten eine kleine Runde durch dieses Haus. Wir sehen, wie wir wohnen, leben und arbeiten hier in Tirol. Wo wir jetzt sind, sind die Zimmer, die wir mit Tiernamen versehen haben. Das heißt, im kompletten Nebengebäude gibt es Adlerhaus, Fuchsbauten, Murmelbauten, Steinbockzimmer, Gams und Tisch. Da war einfach die Idee, einer Familie zu ermöglichen, mit 3, mit 4 Kindern Platz zu finden. Wir haben uns für eine Reduktion in den Zimmern entschieden. Das heißt, wir werden keine Bilder an den Wänden sehen. Wir haben wenig Kitsch, wenig Dekoteile, weil uns wichtig ist, dass wenn der Gast anreist, seine schönsten Sachen, die er im Urlaub mitnimmt, auch aufstellen kann und Platz dafür findet. Ehrliche Materialien, Loden, wir haben viel Stein verbaut in den Nasszellen, Zirbenholz, Lärchenholz, massive Einheiten, sodass wir einfach eher qualitativ hochwertig sind und dafür Reduktion in Kleinigkeiten. Da ist das Kinderzimmer noch mit so einer kleinen Höhle, das Zimmer lieben die Kinder, wo sie dann noch sich zurückziehen können und spielen. Gipfelbad angekommen, dem Bereich, wo man nach der Wanderung, wie die jungen Menschen sagen, chillen kann. Nach der Anspannung die Entspannung mit ein bisschen Berggartenblick auf die Ötztaler Alpenkette. Im hinteren Bereich das Rastle, ein Ruheraum mit Zirbenliegen, viel Zirbenholz. Die Idee hier ist auch, nicht ein wahnsinnig großes Angebot zu haben, sondern die wichtigsten Elemente mit 2 Infrarotkabinen, einer Aromaschwitzstube, einem klassischen Dampfbad, einem Zirbenruheraum und dem Pool. Gipfelstube spricht, glaube ich, für sich. Ein offener, heller Zubau mit großen Panoramafenstern, damit wir unser Panorama und die Natur und das Ursprüngliche einfach in die Räume holen können. Ja, jetzt angekommen auf unseren Balkonen, unserer Zimmer. Wenn man dann hier raustritt und ist angekommen und hat das Panorama, dann fühlt man sich doch einfach wie im Bergparadies angekommen. Wenn man das jetzt sieht, ist das hier alles sehr ursprünglich. Also wir leben und arbeiten wirklich am Ursprung. Es gibt hier noch eine funktionierende Landwirtschaft, auf die wir sehr stolz sind. Sie haben keine Industrie in diesem Bergdorf, kein künstliches Licht. Es ist wirklich sehr romantisch. Man steht morgens mit der aufgehenden Sonne auf über dem Bergpanorama. Man geht abends zu Bett mit der untergehenden Sonne und hat in der Nacht sogar noch einen Sternenhimmel.